Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß, die Ferien haben gerade erst angefangen und wir sind gerade erst so mit der Schule fertig und freuen uns sehr auf diese schulfreie Zeit. Und trotzdem soll es heute mal wieder um das Thema Schule und Lernen und das alles gehen. Und zwar werden wir heute über 5 Dinge reden, die du vor dem neuen Schuljahr machen solltest. Falls du dich generell für diese Themen interessierst, kannst du sehr gerne auf den Abonnier-Button unten klicken, um in unsere Community zu kommen. Wir reden hier jeden Donnerstag und jeden Sonntag über das Thema Lernen, Schule, Produktivität, Organisation und das alles. Und wir würden uns sehr freuen, dich hier in unsere Community aufzunehmen. Aber erstmal viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Der erste Punkt ist, deinen Schlafrhythmus unter Kontrolle zu kriegen. Ich kenne das für mich persönlich auch, dass ich in den Ferien denke, lieber länger aufbleiben möchte, länger ausschlafen möchte und das alles. Und ich würde es auch auf jeden Fall jedem raten, das auszunutzen, diese Zeit in den Ferien, wo man nicht früh aufstehen muss. Trotzdem würde ich aber in der letzten Woche der Ferien eher versuchen, etwas früher aufzustehen und den Schlafrhythmus einfach so unter Kontrolle zu kriegen. Ich habe schon beim letzten Video darüber erzählt, wie ich momentan jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehe und dieses kleine Experiment ausprobiert habe, was mein Leben wirklich sehr verbessert hat und sehr verändert hat und mir total geholfen hat, mein Leben generell besser in den Griff zu kriegen und ein, ja, ich finde es immer so ein bisschen übertrieben sozusagen, aber ein glücklicherer Mensch zu werden. Und deswegen kann ich wirklich jedem nur raten, in den Ferien die Zeit zu nutzen, um auszuprobieren, welche Zeit passt eigentlich für dich. Bist du vielleicht sogar ein Morgenmensch? Und welche Schlafenszeit, welcher Schlafrhythmus wäre für dich einfach am besten? Das ist, glaube ich, ziemlich gut in den Ferien auszuprobieren. Und gerade bevor das neue Schuljahr beginnt, kann man die Zeit sehr gerne nutzen, damit man in der Schulzeit immer ausgeschlafen ist und immer genug Schlaf bekommt. Und ein kleiner Tipp von mir ist da auf jeden Fall, sein Handy abends wegzulegen. Ich habe schon im letzten Video gesagt, dass mein größtes Problem wirklich mein Handy ist. Und zwar kann ich abends einfach mein Handy irgendwie nicht weglegen. Ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so mein größtes Problem mit dem Frühaufstehen. Weil um früh aufzustehen, muss man früh schlafen gehen. Und das geht nicht immer die ganze Zeit am Handy ist und bei TikTok rumscrollt. Deswegen wäre vielleicht noch ein anderer Tipp, was man in den Ferien ausprobieren könnte, auf jeden Fall diese Handysucht zu bekämpfen und irgendwie mal so einen Detox zu machen. Aber das wollte ich hier gerade nicht ansprechen, also kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt. Und zwar ist der nächste Punkt, deine Schulorganisation für das nächste Jahr zu planen. Also möchtest du dich vielleicht digital organisieren mit einem iPad, mit einem Laptop, oder möchtest du das Ganze digital auf Papier? Oder möchtest du das Ganze analog auf ein Papier machen? Möchtest du Hefte haben? Möchtest du Ringordner haben? Möchtest du einen großen Ordner haben? Wie möchtest du dich einfach im nächsten Jahr organisieren? Zu meiner Organisation wird auf jeden Fall auch noch ein Video online kommen, beziehungsweise wahrscheinlich sogar mehrere Videos, denn ich möchte ja den ganzen Back-to-School-Reihe hier auf meinem Kanal machen. Bisher habe ich aber immer nur auf Papier geschrieben, hatte immer ein Hefter für jedes Fach, was ich jetzt aber an der Oberstufe ändern möchte. Also ich komme jetzt in die 11. Klasse und ich mache 12 Jahre, also ich bin jetzt sozusagen in den letzten 2 Jahren Oberstufe und war davor in der Mittelstufe, wo ich halt alles, wie gesagt, so gemacht habe. Nur überlege ich momentan, ob ich wirklich alles auf dem iPad machen sollte. Ich war ja eigentlich nicht immer so ein Fan vom iPad, weil ich immer dachte, es wäre nicht so schön zu schreiben und außerdem durfte ich nicht auf dem iPad arbeiten, so wirklich. Deswegen habe ich das nie gemacht. Aber jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht machen sollte. Und da habe ich heute mal eine Frage an euch. Heute seid ihr mal die Experten und Expertinnen. Also wenn du ein iPad benutzt, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du nur ein iPad hast oder ob du zusätzlich auch noch andere Hefte hast. Weil ich mir überlege, ob es nicht vielleicht ein bisschen blöd oder riskant ist, nur ein iPad zu haben, ohne noch zusätzliche Hefte, wo man noch was einheften kann oder so, falls irgendwas verloren geht oder falls man irgendwie Arztblätter einheften muss oder Plakate oder irgendwie sowas. Also das ist die Frage, die ich mir momentan noch so stelle, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ich wirklich auf dem iPad nächstes Jahr arbeiten werde oder halt so einen Mix machen werde aus iPad und normalen Notizen. Genau, also wenn du dich auch dazu entscheidest, vielleicht digital zu arbeiten, würde ich dir auch empfehlen, noch diese Sommerferien zu nutzen, um das Ganze schon vorzubereiten. Also da hat ihr zum Beispiel schon mal Apps runter, die du haben möchtest, du kannst ja schon mal so Ordner erstellen, du kannst schon mal deinen Hefter beschriften. Und diese Sachen sind einfach sehr hilfreich, schon mal vorher zu machen, als dann irgendwie in der ersten Schulwoche oder so, wenn man sowieso schon so gestresst ist. Der dritte Punkt, den du in den Sommerferien machen solltest, wäre dich mal zu entspannen. Ich kenne ja meine Community und ich weiß, dass wir alle sehr ehrgeizige, disziplinierte Menschen sind, die sehr viel machen wollen, die viel schaffen wollen, die lernen wollen und so weiter. Und ich bin auch so eine Person, aber ich wünsche mir für die Ferien, dass wir uns alle mal so ein bisschen entspannen, ein bisschen runterfahren und vielleicht nicht, ja, so diesen ganzen Druck haben, den wir sonst da haben in der Schulzeit. Beispielsweise können wir uns ja jetzt mit unseren Freunden treffen, wofür wir dann in der Schulzeit vielleicht nicht ganz so viel Zeit und Kapazität haben. Eine viele Sache, die ich dir wirklich ans Herz legen würde, wäre alte Themen, die du nicht verstanden hast, zu wiederholen. Irgendwie ändert sich das Licht die ganze Zeit, kann das sein? Beispielsweise gibt es ja so Grundlagen in einigen Fächern und die muss man einfach können und die werden dir immer weiter in der Schullaufbahn begegnen, deswegen wäre es einfach sinnvoll, diese Sachen wirklich zu verstehen und zu können. Und dann wären jetzt mal die Ferien ein guter Zeitpunkt, die ganzen Sachen zu wiederholen, die du nicht verstanden hast oder die vielleicht nicht so einfach gefallen sind oder so. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich vielleicht für alle wichtigen
diesen Themen Lernzettel schreiben soll. Aber ich dachte mir, dass das dann wirklich echt unnötig ist, weil ich dann so viel machen müsste, was irgendwie einfach unnötig ist. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in Mathe so ein paar Sachen wiederholen, die ich nicht ganz verstanden habe, aber sonst nicht so viel machen. Nur denke ich halt wirklich, dass wenn was ich verstanden habe, man wirklich sehr schnell rauskommt. Und deswegen wäre das auf jeden Fall ein sehr guter Tipp für die Sommerferien, was du noch vor dem neuen Schuljahr machen solltest. Der fünfte Tipp ist dann, dir Lernmethoden zu überlegen, wie du dieses Jahr lernen möchtest. Es gibt ja ganz verschiedene Lerntypen und noch Lernmethoden, wie wir einfach lernen und uns Wissen aneignen können oder Dinge auswendig lernen können. Beispielsweise ist es nicht so effizient, sich einen Text 100-mal durchzulesen. Da wäre es zum Beispiel besser, sich Dinge zu markieren. Und noch besser wäre es dann, sich Dinge da abzufragen und den Text wirklich aktiv wieder ins Gehirn zu holen und damit zu arbeiten. Aber natürlich lernen wir alle unterschiedlich. Also vielleicht bist du ein visueller Lerner oder auch ein kommunikativer Lerner. Das ist ja alles sehr unterschiedlich bei uns. Und deswegen ist eine Sache, die ich zum Beispiel auch rausfinden möchte in den Ferien, wie kann ich eigentlich am besten lernen und was sind meine besten Lernmethoden. Und ich werde zu den Lernmethoden auf jeden Fall auch noch ein Video machen und diese dann euch auf jeden Fall auch vorstellen, damit ihr auch davon profitieren könnt, von den Sachen, die ich dann darüber gelernt habe in den Ferien. Falls ihr noch coole Lernmethoden kennt, könnt ihr aber auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hilft es dann dem einen oder anderen noch. Wie schon bereits erwähnt, werden hier noch sehr, sehr viele weitere Back-to-School-Videos online kommen. Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls du dich dafür interessierst und falls du Lust hast, dass dein nächstes Schuljahr das beste Schuljahr ever wird. Dann abonniert sehr gerne den Kanal, kommt in unsere Community und tauscht dich gerne mit uns auch in den Kommentaren aus. Guck jetzt auch gerne bei diesen Videos hier vorbei und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, tschüss!